Also ich habe dieses bereits gesagt, als die Debatte losging um die Waffenlieferungen bei uns in Deutschland, das war Mitte September, und dann die Luftangriffe, die in der dritten Septemberwoche ja begonnen haben und dann ab dem 24. September auch auf Ziele in Syrien ausgeweitet wurden. Das ist meine Position seitdem, dass man mit gelieferten Waffen, zumal mit Waffen, die die Kämpfer des sogenannten Islamistischen Staates längst schon haben, allerhöchstens einen Stellungskrieg, einen Abnutzungskrieg herbeiführt, bei dem die Kämpfer des Islamistischen Staates wahrscheinlich die entschlosseneren und todesbereiteren sind. Und gleichzeitig wird eben nicht die Zivilbevölkerung geschützt, was ja die Begründung war, auch in Deutschland für die Waffenlieferung und dann auch für die Luftangriffe unter Führung der USA. Und die Militärgeschichte zweitens belegt, dass noch niemals ein sogenannter asymmetrischer Krieg, um den handelt es sich ja, mit Luftschlägen gewonnen worden ist. Selbst bei symmetrischen Kriegen, also zwischen zwei regulären Streitkräften mit Luftwaffen, gelang das nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmen, etwa beim völkerrechtswidrigen Luftkrieg der NATO gegen Serbien, Montenegro 99. Wenn man mit in Rechnung stellt, dass der NATO-Staat Türkei bislang eher die IS unterstützt hat, dadurch, dass man ihnen freien Zugang in beiden Richtungen über die Grenzen ermöglicht hat, bei ihren Verschiebungen der Truppen, als die kurdischen Verteidiger, mit der Begründung, das sei ja quasi alles PKK, was dort kämpfe. Muss man dann nicht im Grunde unterm Strich sagen, die NATO vollführt mit diesen Luftschlägen nichts anderes als militärische Schläge, die Alibi-Charakter haben? Die Türkei hat ja die sogenannten islamischen Staatmilizen noch in anderer Weise unterstützt, als Sie das beschrieben haben. Also nicht nur die Bewegungsfreiheit für deren Kämpfer auf türkischem Territorium, sondern auch das Zulassen von Waffenlieferungen an den IS über türkisches Territorium, das Zulassen von neuen Kämpfern, darunter auch viele der Kämpfer, die aus Deutschland zum IS gestoßen sind. Und viertens hat der IS oder tut es weiterhin über türkisches Territorium Öl verkauft, das er in den nordirakischen von ihm eroberten Ölquellen gefördert hat für etwa 3 Millionen Dollar pro Tag. Und deswegen ist diese Doppelrolle der Türkei, um es vorsichtig auszudrücken, natürlich im Widerspruch zu dem, was die NATO und ihre Führungsmacht jetzt behaupten. Aber das kann man natürlich grundsätzlich auch bewerten und sagen, es zeigt sich mal wieder, dass die NATO oder eine Koalition von NATO-Staaten unter Führung der USA für solche Konflikte das ungeeignete Instrument sind, weil es mindestens immer ein NATO-Mitglied gibt, das hier nationalstaatliche Eigeninteressen verfolgt und nicht wirklich das Interesse, hier Lebensschutz für unmittelbar bedrohte Menschen durchzusetzen. Zunächst mal bestimmt die erste Interessenlage das Handeln der Türkei, nämlich die Kurden, vor allem die PKK-Kurden, aber auch die mit denen ja politisch und ideologisch verbündeten syrischen Volksbefreiungskräfte der Kurden nicht stärker werden zu lassen, vor allem auch die Verbindung zwischen diesen beiden kurdischen Gruppen zu behindern und dann das, was als Vorstufe für einen kurdischen Staat befürchtet wird, in Ankara zu verhindern. Das bestimmt und bestimmte die Interessenlage der Türkei in den ganzen letzten 3 Jahren, seit der Konflikt in Syrien und dann auch im Irak eskaliert ist. Und das ist natürlich kurzfristig vielleicht verständlich, wenn auch nicht zu billigen, aber mittel- und langfristig bereitet sich die Regierung Erdogan natürlich allerhöchste Probleme im eigenen Lande, weil klar ist, das führt zu einer Riesenempörung, hat es ja auch schon, Radikalisierung und erneuten Gewaltbereitschaft der kurdischen, türkischen Kurden, nicht nur der PKK. Das heißt, alles, was da an Friedensbemühungen in den letzten 4 Jahren versucht wurde zwischen der türkischen Regierung und den Kurden, allzumal der PKK, ist dann wirklich vergeblich gewesen. Wenn man sich die Kurden in Syrien ansieht, dann wird immer wieder betont, das sei ein ziemlicher Unfug, dieser Vergleich mit der PKK. In Wirklichkeit würde es sich bei diesen Enklaven, die noch frei sind, nicht nur um kurdische Enklaven handeln, sondern Enklaven, in denen auch sehr friedlich und voll akzeptiert andere Religionsangehörige leben würden, die sich versuchen würden, in einer Form von Basisdemokratie zu organisieren. Haben Sie Informationen, die das belegen können? Ja, das ist korrekt. Also zu behaupten, diese Gebiete seien hundertprozentig monoethnisch kurdisch, ist Quatsch. Es gibt auch diese anderen
kleineren ethnischen und oder auch religiösen Minderheiten und bislang auch schon bevor der Konflikt in Syrien seit Frühsommer 2011 eskalierte, lebten die dort in relativer Toleranz miteinander. Das ist richtig. Und Vergleiche sind natürlich immer nur begrenzt richtig. Natürlich gibt es spezifische Eigenheiten der syrischen und kurdischen Volksbefreiungskräfte, so nennen sie sich ja, die sie unterscheiden von der PKK. Es gibt aber eine Reihe auch politischer Gemeinsamkeiten, zumindest in der Wahrnehmung der türkischen Regierung Erdogan. Die türkische Regierung nimmt die syrischen kurdischen Kräfte stärker als ein Problem wahr, als zum Beispiel den gesamten irakischen Norden, der ja nun seit vielen Jahren de facto ein autonomer kurdischer Staat ist. Wobei die Türkei, auch gerade Erdogan selbst, ja mit den politischen Führern aus dem kurdischen Irak in den Wahlkampf gemeinsam übers Land gefahren ist. Das ist so in den letzten Jahren, nur man darf vielleicht noch mal daran erinnern, dass die Türkei zu einem früheren Zeitpunkt, jetzt sind wir in den 90er Jahren, also nach dem zweiten Golfkrieg, der ja dazu führte, dass Saddam Husseins Besatzungstruppen aus Kuwait vertrieben wurde und dann unter auch dem Rahmenbedingungen harter UNO-Sanktionen der Norden de facto autonomes Gebiet wurde und durch einer von den USA, Großbritannien damals einseitig verhängten Luftüberwachungszone zumindest aus der Luft geschützt wurde vor irakischen Regierungsstreitkräften, dass in dieser Zeit die türkisches Militär interveniert hat im Nordirak, völkerrechtswidrig, gegen die Kurden, vor allem gegen jetzt PKK-Kurden, die dort angeblich oder tatsächlich sich hin zurückgezogen hatten. Und in dieser Zeit war das Verhältnis zwischen den irakischen Kurden, und der türkischen Regierung keineswegs so entspannt, wie das sich im Moment jedenfalls darstellt. Wobei ich denke, das Thema, was dann für die Türkei im Hintergrund steht, sind dann eindeutig die Erdölquellen dort, oder? Es sind die Erdölquellen. Die Türkei ist da in einer ambivalenten Situation, weil wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung in dem irakischen Norden, also im weitgehend kurdisch belebten und kontrollierten, anguckt, da ist ja ein Boom zu verzeichnen seit Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, das sind überwiegend bis ausschließlich türkische Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben, angefangen von Lebensmittelfirmen und anderen Firmen. Das heißt, es gibt ein ökonomisches Interesse seitens der Türkei und seitens vieler türkischer Unternehmen, hier gute Beziehungen zu haben zu den Kurden im Norden des Iraks. Und solange diese Kurden im Norden Iraks auch nicht weitere territoriale Ansprüche stellen, also etwa die Idee eines gemeinsamen Staates Kurdistan, der dann die kurdischen Gebiete im Irak, in der Südosttürkei, im Norden Syriens und auch im Nordwesten des Irans umschließen würde, also eine Idee aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts, solange die irakischen Kurden diese Idee nicht neu wiederbeleben, und das tun sie bisher jedenfalls nicht, kann es bei diesem relativ entspannten Verhältnis zwischen Ankara und den irakischen Kurden bleiben. Aber die Ankara befürchtet natürlich, dass die PKK und die syrischen Kurden diese Idee stärker forcieren und dann auch irgendwann die irakischen Kurden mit in diese Idee hineinnehmen. Nun, wäre nicht, wenn man ehrlich das und tatsächlich das Ziel verfolgt, beispielsweise seitens der USA und auch der EU, den IS sowohl in Syrien als auch im Irak nachhaltig zu bekämpfen und zu besiegen, wäre dann nicht der Einsatz von Bodentruppen zwangsläufig die einzige Chance, das zu schaffen? Schrägstrich, und zwar dann bitte aber mit UNO-Mandat und unter gemeinsamer Führung sowohl der USA als auch Russlands. Und inwieweit halten Sie das für realistisch? Also zunächst mal bin ich der festen Überzeugung, dass das so ist und habe das ja nun schon sehr frühzeitig zu Beginn der Debatte gesagt und mir dafür auch böse Vorwürfe eingehandelt von verschiedener Seite, aus Teilen der Friedensführung,
aber auch von unserer Militärministerin von der Leyen, die ja nur auf dem Kurs Waffenlieferung ist. Waffenlieferungen sind, um es zuzuspitzen, eine feige Ersatzhaltung. Klammer auf, Handlung. Insbesondere die Waffenlieferungen, wenn es sich um veraltetes Gerät handelt, Klammer das zu. Das kommt noch dazu, aber selbst wo es sich um modernes Gerät handelt, bringt es eben nichts, wenn es denn um den unmittelbaren Schutz von unmittelbar bedrohten Menschen geht. Und das ist ja nach wie vor die Begründung. Und diese Bedrohung wird ja auch nirgendwo ernsthaft bestritten, dass sie existiert. Dann hilft tatsächlich nur eine robuste Truppe, und das muss eine vom UNO-Sicherheitsrat sauber mandatierte Truppe sein, mit einem ganz klaren, abgegrenzten Mandat, nämlich erstens Korridore herzustellen, durch die bedrohte Menschen sicher fliehen können, zweitens Korridore, durch die dringend benötigte humanitäre Nahrungs- und andere Überlebenshilfe an die bedrohten Menschen kommt. Drittens müsste diese robuste Truppe diejenigen Städte, Dörfer, die im Moment unmittelbar von einer Eroberung durch den IS bedroht sind, schützen. Und im vierten Punkt dann versuchen, die IS-Milizen aus bereits kontrollierten Regionen, Dörfern und Städten zurückzudrängen. Es muss ganz klar in dem Mandat ausgeschlossen sein, dass diese UNO-Truppe gegen das Regime von Assad vorgeht. Dann wäre auch damit zu rechnen, dass Assad hier keine Bedenken hätte, das zumindest stillschweigend akzeptieren würde, so wie er ja auch de facto die Luftangriffe der USA auf IS-Stellungen in Syrien stillschweigend zumindest akzeptiert. Und ganz stolz verkündet, dass er selbst per Luftschläge die IS angegriffen hat in den letzten Tagen. Ja, inzwischen. Das ist jetzt eine zweite Frage, zu der können wir gleich gerne noch kommen. Das Doppelspiel, was Assad hier seit 3 Jahren spielt. Er hat 2 Jahre lang zugelassen, dass die IS zunächst mal im Wesentlichen gegen andere Oppositionsgruppen vorgegangen ist. Die IS gibt es ja nun nachweisbar in Syrien seit September, Oktober 2012. Seitdem tritt sie dort auf, und sie hat in dieser ganzen Phase bis Mai etwa dieses Jahres, Juni, ausschließlich gegen andere Gruppen gekämpft, darunter auch gegen die Freie Syrische Armee. Und auch Muslime ermordet, also darunter Schiiten, aber auch gemäßigte Sunniten. Und in dieser ganzen Zeit ist sie von den syrischen Regierungsstreitkräften, vor allem von der Luftwaffe, verschont worden. Nicht? Das ist ja vielen Beobachtern aufgefallen. Aber noch zurück zur Frage der UNO-Bodentruppe. Die politische Glaubwürdigkeit einer solchen Truppe und des eben beschriebenen Mandats würde noch beträchtlich erhöht, wenn sie nicht nur von allen 5 Vetomächten im Sicherheitsrat bewilligt würde, sondern wenn Soldaten aus den Truppen dieser 5 Vetomächte dabei wären, also USA, China, Russland, Großbritannien. Für wie realistisch halten Sie denn eine solche Initiative, mal angenommen, die EU würde sich dazu durchringen, sich selbst und andere ehrlich zu machen und genau das einzufordern und den Versuch machen, das gemeinsam mit den USA im Sicherheitsrat durchzusetzen? Der Vorschlag wird ja bislang abgelehnt, auch in Deutschland, auch etwa von Außenminister Steinmeier, gleich immer mit dem reflexartigen Hinweis, das würde im Sicherheitsrat ja auf den Widerstand und die Blockade durch Russland, möglicherweise China, stoßen. Das halte ich für falsch. Im unmittelbaren Syrien-Konflikt besteht zwar nach wie vor diese Blockade, weil die USA und Russland hier gegensätzliche Interessen haben, aber bei der Bekämpfung des IS sehe ich hier eine größere Schnittmenge gemeinsamer Interessen, weil Russland hat sein Terrorismusproblem in Tschetschenien und anderen Kaukasusregionen und führt dort ja auch einen Krieg gegen den Terrorismus. Und die chinesische Regierung behandelt die muslimische Minderheit unter den Uiguren in ihrer Nordwestprovinz Xinjiang ja zunehmend auch als Terroristen und bekämpft sie so. Deswegen denke ich, dass sowohl in Moskau wie in Peking große Sorgen besteht, wenn der IS sich auf Dauer im Nahen Mittleren Osten etablieren würde, dass dann auch diese Gruppierung im eigenen Land, im Kaukasus, in Nordwestchina Unterstützung bekämen. Man sollte das endlich mal austesten. Es wäre ja überhaupt kein Problem, wenn die Bundesregierung oder die Bundesregierung mit anderen EU-Partnern einen solchen Vorschlag für eine solche UNO-Truppe im Sicherheitsrat einbrächte.